Ja, Freunde, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Heute mit einer etwas besonderen Ausgabe. Eigentlich wollte ich mit Yu-Gi-Oh! 5Ds anfangen, da wir Yu-Gi-Oh! GX abgeschlossen haben. Aber einige von euch haben nach dem Desaster, was sich Jadens Deckbild nannte, vom letzten Mal, den Wunsch geäußert, dass sich das Duell Jaden gegen Yugi nochmal nachspielen sollte und dabei Jadens Deck quasi selber bauen sollte, denn das Deck, was er da benutzt hat, war halt gefühlt gar nicht sein wirkliches Deck und das hat irgendwie so ein bisschen, Entertainment-Faktor aus dem Duell rausgenommen. Deswegen habe ich mir tatsächlich die Mühe gemacht und habe Jadens Deck so versucht nachzustellen, wie es ungefähr passen könnte, also wie sein Deck ungefähr wirklich sein könnte. Ihr könnt es hier, denke ich, sehen. Also ich habe tatsächlich 60 Karten im Deck und selbst das reicht nicht, um alle von Jadens Karten zu berücksichtigen. Er hat so viele Karten benutzt in Yu-Gi-Oh! GX. Hier sind auf jeden Fall Elementarhelden, Neo-Weltraummonster. Wir haben die ganzen Zauber- und Fallenkarten, die er benutzt hat, drin. Teilweise habe ich Sachen mehrfach drin, wie Eheiliger Notruf oder Fusion, einfach weil es notwendig ist, damit das Deck funktioniert. Wir haben eine Menge Fusionsmonster. Ich habe versucht, mich auf die zu beschränken, die in diesem Duell vorgekommen sind und die auch irgendwie beschwörbar sind. Das sind sonst viel zu viele. Man kann nicht alles in ein 60 Karten beziehungsweise 15 extra Deckkarten Deck zusammenfassen. Aber wir werden heute nochmal das Duell Jaden Yuki gegen Yugi Muto spielen und dieses Mal mit Jadens wirklichem Deck. Also wie es sein sollte. Okay? Und ich bin gespannt, wie das ausgehen wird. Es kann sein, dass wir absolut schlecht ziehen. Es kann sein, dass es ein absolut legendäres Duell wird. Jaden gegen Yugi immer noch, ja, eines der heftigsten Duelle aller Zeiten. Daran ändert sich nichts. Ich bin gespannt. Wir werden sehen, okay? Wir gehen Second. Und wir starten mit O-Oberseele Rottweiler, Neo-Weltraum Flare Scarab, Neo-Weltraum Glow Moss und der Flöte der Kuribo-Beschwörung. Und wir ziehen Todeswache. Fun Fact, Todeswache kam sogar actually in diesem Duell vor. Wir haben, ich würde sagen, das ist jetzt nicht unbedingt die beste Starthand, aber es ist eine Starthand, wie sie bei Jaden Yuki definitiv aussehen könnte. Nichts mit Maskenwechsel, nichts mit Manga-Karten, die nicht mal Jaden, sondern Aster benutzt hat. Einfach Jaden Yuki Stack, Freunde. Ich würde sagen, an der Stelle spielen wir einfach unsere Flöte der Kuribo-Beschwörung verdeckt. Ich würde sagen Todeswache ebenfalls. Der kann nämlich im Friedhof ganz nützlich sein. Und dann beenden wir unseren Zug. Das Ziel wird es natürlich irgendwie sein, irgendeine Art von Fusion zu machen. Aber bei einem 60-Karten-Deck könnt ihr euch vorstellen, dass die Konstanz nicht unbedingt gegeben ist. Deshalb kann das ein bisschen dauern. Wir werden eventuell ein bisschen stallen müssen. Aber mit Todeswache und der Flöte der Kuribo-Beschwörung dürfte das auch funktionieren. Und da haben wir feierliches Urteil. Beziehungsweise im Anime auch bekannt als kaiserlicher Richterspruch, okay? Wisst ihr, wie lange es gedauert hat, diese Karte aus Boostern zu bekommen? Wisst ihr, wie lange es gedauert hat? Also, Fun Fact, ich musste vorher die ganzen Booster erstmal kaufen, damit ich die ganzen Karten habe. Ich habe natürlich hauptsächlich Jadens Booster aus diesem Spiel gekauft. Auf jeden Fall musste ich eine Menge Booster kaufen, damit ich dieses Deck überhaupt zusammenkriege. Das Ding ist, feierliches Urteil war nicht in Jadens Booster-Pack drin, sondern in Alexis Booster-Pack. Und ich glaube, jedes Booster besteht irgendwie aus 314 möglichen Karten oder so. Und ihr müsst euch vorstellen, ich hatte schon 300 Karten aus Alexis Booster freigeschaltet. So viele sind es gewesen, die ich gekauft habe. Oh, der schwarze Magier. Oh, Mann. Der schwarze Magier, Freunde. So viele Booster hatte ich gekauft, dass ich schon gefühlt alle Karten freigeschaltet hatte und ein feierliches Urteil hatte ich immer noch nicht. Also ich habe bestimmt 50.000 Dollar, Euro, Yugi, Dollar, keine Ahnung, Ingame-Währung halt ausgegeben. Einfach nur, um dieses eine feierliche Urteil zu bekommen, weil es ein Jadens Deck ist, okay? Jetzt ist die Frage, wollen wir das jetzt hier schon benutzen, um die Beschwörung des schwarzen Magiers zu annullieren?
oder wollen wir uns das für später aufheben? Ich würde tatsächlich sagen, lass uns das für später aufheben. Wir werden den schwarzen Magier eher mit der Flöte der Kuribo-Beschwörung kontern. Beziehungsweise hätten wir auch mit Todeswache machen können, aber naja, jetzt haben wir das gemacht. Wir beschwören den geflügelten Fußgänger im Verteidigungsmodus, zumindest würde ihn Dr. Crowler so nennen. Da ist er. Und er wird den Angriff des schwarzen Magiers abfangen. Die Karte, die Yugi Jaden höchstpersönlich überreicht hat, ist die Karte, die den Angriff von Yugis Bossmonster gegen Jaden abwehrt. Komm schon, das, alleine das ist mehr Anime-Moment als alles, was wir im letzten Duell hatten, okay? Ich würde tatsächlich an der Stelle sagen, wir beenden einfach unseren Zug. Wir haben immer noch Todeswache im Friedhof, das bedeutet, wir können immer noch einen Angriff annullieren. Und, ja, mit unserer Hand können wir aktuell nicht so viel anfangen. Das ist das Problem an Jadens Deck. Also, das ist halt einfach so, wenn man sein Anime-Deck nachbaut. Man hat nicht den Vorteil, dass man ein komplettes Writer-Team auf seiner Seite hat, das quasi das Duell so schreibt, dass Jaden die Karten zieht, die er benötigt. Denn seine Karten funktionieren nur wirklich gut, wenn man sie miteinander kombiniert. Und das Problem ist, wenn man nicht gerade die richtigen Karten hat, um sie miteinander zu kombinieren, dann wird daraus meistens nicht wirklich was. Deswegen, ja, kann man echt Pech haben. Ich meine, Wunderkontakt bringt uns nichts, Oberseele bringt uns nichts, Heldenbarriere bringt uns ohne Heldenmonster nichts. Also ihr versteht, denke ich, was ich meine. So, er greift an mit Alpha, dem Magnetkrieger, und zerstört unseren Neo-Weltraum-Glow-Moss. Und das ist eine schwarze Magie-Attacke im Wert von 2500 Lebenspunkten, die wir da einstecken müssen. Aber ich denke, wir schaffen das. Denn wir glauben ans Herz der Karten und ziehen Helden-Explosion. Okay, so viel dazu. Ich würde sagen, Flare Scarab verdeckt. Wir beenden unseren Zug. Ich hoffe einfach, dass er irgendwie... Ich meine, er hat den Soldaten des schwarzen Lichts. Ich hoffe einfach, dass er schwarzer Glanzritual aktiviert und seinen schwarzen Magier opfert, um das Ritual-Tribut dafür zu bekommen. Und dann aktivieren wir feierliches Urteil und keine Ahnung. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Ist eigentlich... Das weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf. Bei Ritual-Zauberkarten, man muss die Monster ja als Tribut anbieten. Zählt das als Kosten oder ist das Teil des Effekts? Also wenn er eine Ritual-Zauberkarte aktivieren würde, müsste er die Monster dann trotzdem auf den Friedhof legen, wenn ich feierliches Urteil aktiviere oder nicht? Das ist die Frage. Bei Fusionskarten ist es definitiv nicht so, das weiß ich. Aber bei Ritualmonstern weiß ich es nicht. Weil die muss man als Tribut anbieten. Da steht ja auch, glaube ich, explizit drauf, dass man Tribut anbieten muss. Und Tribut ist normalerweise immer Kosten. Ich weiß es nicht. Okay, wir können uns jetzt immerhin hinter diesem Rottweiler verstecken mit 1200 Verteidigungspunkten. Die Mainphase ist gleich zu Ende. Und, was können wir denn hier aktivieren? Ja, Fun Fact, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Bug oder so in diesem Spiel ist, aber du kannst Heldenbarriere einfach immer aktivieren. Du kannst Heldenbarriere einfach immer aktivieren. Also selbst wenn der Gegner gerade nicht angreift oder selbst wenn du kein Heldenmonster kontrollierst, so wie jetzt, wir haben ja gar keinen Elementarhelden auf dem Feld, du kannst Heldenbarriere einfach zu jedem Zeitpunkt aktivieren. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Karte so geschrieben ist, annulliere einen Angriff von einem Monster deines Gegners. Du musst ein offenes Elementarheldenmonster kontrollieren, um diesen Effekt aufzulösen. Ganz wichtig an der Stelle. Normalerweise würde das da so stehen, du müsstest ein offenes Elementarheldenmonster kontrollieren, um diesen Effekt zu aktivieren und aufzulösen. Das bedeutet, um das Ding überhaupt erst zu aktivieren, müssten wir einen Elementarhelden kontrollieren. So steht das da aber nicht. Das steht nur, um den Effekt so aufzulösen. Also damit wir den Effekt nach der Aktivierung bekommen, brauchen wir einen Elementarhelden auf dem Feld. Ganz komisch geschrieben, das bedeutet, man kann die Karte aktivieren und sie macht dann halt einfach nichts. Also, ich weiß nicht, warum das so eine Sache ist, warum das funktioniert, aber es funktioniert, okay? Da ein Monster von uns im Kampf zerstört wurde, können wir jetzt allerdings unsere Fallenkarte Heldensignal aktivieren und damit werden wir uns einen Elementarhelden vom Deck aufs Feld holen und ich würde sagen, Elemental Sparkman ist der passende Ansprechpartner dafür.
1600 Punkte, statische Schockwelle, ein Elementarhalt und ein Krieger des Lichts, welcher geübt mit verschiedenen Arten von Bewaffnungen umgeht. Seine schneidenden, gezackten Blitze schneiden den Schurken den Weg ab. Ich glaube, das habe ich in der letzten Zeit viel zu oft vorgelesen, okay? Und er greift mit dem schwarzen Magier an und dieses Mal können wir tatsächlich Heldenbarriere nutzen. Also dieses Mal macht es wirklich Sinn, sie zu aktivieren, denn wir kontrollieren einen Helden und das bedeutet, wir können tatsächlich einen Angriff annullieren. Und er opfert seinen Kuribo und seinen Alpha, den Magnetkrieger, für einen zweiten schwarzen Magier. Ich denke, hier sollten wir wirklich unser feierliches Urteil benutzen, okay? Wir zahlen 1500, der alte bärtige Mann sagt nein und da geht der schwarze Magier dahin. Das Problem wird es trotzdem sein, den hier loszuwerden. Wir haben Fusion, aber das bringt uns nichts, solange wir keine Materialien zu fusionieren haben. Wir spielen Helden-Explosion, war es, glaube ich, verdeckt und beenden unseren Zug. Das gibt uns ein normales Heldenmonster, ein Elementarheldenmonster, vom Friedhof auf die Hand zurück und dann können wir ein Monster des Gegners zerstören mit ATK kleiner oder gleich den Punkt des Monsters, das wir auf die Hand genommen haben. Also, ihr seht ja sogar, hier ist sogar Elemental Sparkman drauf. Wenn wir Sparkman zurück auf die Hand nehmen, können wir dann Monster des Gegners zerstören, das 1600 oder weniger Angriffspunkte hat. Der Grund, warum man die Karte früher tatsächlich mal gespielt hat, ist erstens Elemental Anathanaos, der im Friedhof als normales Monster behandelt wird. Und zweitens, das zielt nicht. Also, das zerstört nur, es wählt kein Ziel. So, und jetzt wird's doch lustig, okay? Wir beschwören Neo-Weltraum Grand Mole! Im perfekten Moment, wie gerufen kommt der Bruder. Und dann greifen wir mit Neo-Weltraum Grand Mole. Sekunde. Wir greifen mit Neo-Weltraum Grand Mole den schwarzen Magier an. Und dann benutzen wir den Effekt von Neo-Weltraum Grand Mole und nehmen ihn zurück auf die Hand. Und der schwarze Magier geht ebenfalls zurück auf die Hand. Was wir allerdings hätten vorher tun sollen, ist Oberseele zu aktivieren. Das war mein Fehler. Dann hätten wir jetzt noch mit 1600 angreifen können. Jedenfalls werden wir das tun. Wir brauchen ja irgendeinen Schutz. Und dann beenden wir unseren Zug. Das war ein Missplay, aber das passiert, wenn man sich mehr aufs Reden als auf das Duellieren konzentriert, okay? Schwarzes Loch! Wenn er jetzt dunklen magischen Vorhang hat... Oder ruft er gejagt? Ja, okay. Ja, wir haben verloren an der Stelle. Das tut natürlich weh. Wir sind leider nicht wirklich ins Spiel gekommen, aber... Was soll man machen? Ich meine, es ist Yugi Muto. Es ist der König der Spiele. Ich würde aber sagen, da ich mir extra die Mühe gemacht habe, das Deck zu bauen, machen wir doch einfach noch ein Duell. Okay? Ich meine, man kann nie oft genug mit Jaden Yuki gegen Yugi Muto spielen, beziehungsweise Yami Yugi, ihr wisst, was ich meine. Wir gehen erneut Second. Jedenfalls, einer der... ich glaube, das hatte ich schon gesagt, oder? Einer der Hauptgründe, warum man Heldenexplosion tatsächlich gespielt hat, ist halt wegen Elemental Anathanaos. 1.9 hat der, das bedeutet, du kannst damit gefühlt alles zerstören. Zumindest zur damaligen Zeit. Manju der 10.000 Hände, er sucht sich den Soldaten des schwarzen Lichts, schwarz glänzender Soldat, aktiviert fortgeschrittene Ritualkunst und beschwört seinen schwarz glänzenden Soldaten. Ich bin froh, dass es der normale ist und nicht der Gesandte des Anfangs. Damit kann ich leben, okay? Und wir haben Elemental Neos, Flare Scarab, Monster-Reanimation. Fun Fact, ich glaube, Jaden hat die Karte nie gespielt, aber man hat sie in seinem allerersten Duell auf der Hand gesehen, und zwar in dem Duell gegen Dr. Crowler. Also, Dr. Crowler hat ja quasi im Duell in der ersten Folge Beschlagnahme aktiviert und konnte damit dann Jadens Hand sehen und eine Karte auf den Friedhof schicken, und er hat Monster-Reanimation gewählt. Ich glaube aber tatsächlich, Jaden hat die Karte danach nie aktiviert. Er hatte sie einfach nur in der einen Situation auf der Hand. Und ansonsten hat er, glaube ich, immer Monster-Reinkarnation gespielt. Total unnötige Info. Ich wollte es einfach nur mal gesagt haben, okay? Wir spielen eine Karte verdeckt und wir spielen unseren Aquadelfin verdeckt. Und dann beenden wir unseren Zug. Ich meine, diese Karte hier ist zwar nicht so gut wie Spiegelkraft, aber es annulliert immerhin den Angriff, okay? Und es ist eine Konterfalle. Fun Fact, du kannst Angriff annullieren. Nicht mit sowas wie Borreload Savage Dragon annullieren, okay? Das ist der eine Vorteil, den Angriff annullieren gegenüber Spiegelkraft hat. Also,
Angriff annullieren, a.k.a. Abwehrattacke, wie es im Anime heißt. Damit ist unser Aquadelfin etwas geschützt. Er beendet seinen Zug, wir sind dran und was ziehen wir? Es wird Dandelion. Das ist tatsächlich ziemlich gut, um ehrlich zu sein. Das gibt uns nämlich hoffentlich im nächsten Zug genug Tribute-Fodder für Elemental Neos. Und Magier des Glaubens, oh nein. Oh nein, die ganz anderen Kombos. Er nimmt sich fortgeschrittene Ritualkunst zurück auf die Hand. Das tut weh und dann opfert er auch noch seinen Magier des Glaubens für das schwarze Magiermädchen, was? Oder Witz, Yugi haut auch einfach alles raus in dem Duell, muss man sagen. Ne? Gerade auch schon, zweimal schwarzer Magier und jetzt einfach Soldat des schwarzen Lichts und das schwarze Magiermädchen. Und Manju der 10.000 Hände, aber das interessiert keinen, okay? Da Dandelion auf den Friedhof gelegt wurde, können wir zwei Pflaumspielmarken beschwören. Und die wird er zwar sofort zerstören, aber hey, das schützt uns immerhin. Wir werden mal schauen, was ziehen wir. Elemental Avian! Das ist doch irgendwie etwas, schätze ich. Wisst ihr, was wir tun werden? Wir werden jetzt... Wir müssen ein bisschen Risiko eingehen, aber das gehört dazu. Wir werden eine Flip-Beschwörung machen. Neo-Weltraum-Aqua-Delfin. Und dann werden wir seinen Effekt benutzen. Und Elementar halt Neos auf den Friedhof abwerfen. Und wir können leider nichts in seiner Hand zerstören, weil nichts weniger Angriffspunkte als Aqua-Delfin hat. Aber nett zu wissen, was er alles so auf der Hand hat. Wir nehmen 500 Punkte Schaden. Aber... Ah, verdammt, wir haben kein Storm-Neos. Im Extra-Deck. Oder, nee, warte mal, Storm-Neos wäre quasi Aqua und Air und nicht... Nein, nein, ich wollte schon sagen, Storm-Neos ist ja nicht Flare Scarab und Aqua-Delfin, sondern Aqua-Delfin und Air-Neos. Also, egal, ich komme durcheinander. Also, den könnten wir sowieso nicht beschwören, aber ich habe ihn auch gerade nicht im Extra-Deck, wie auch immer. Aktivieren wir. Oder wollen wir das jetzt schon tun? Ich weiß es nicht. Wir haben keinen Neo-Weltraum, das bedeutet, sie mischen sich am Ende des Zuges wieder zurück ins Deck. Das ist alles kritisch. Wir müssen aber seinen Soldaten irgendwie loswerden, ansonsten haben wir ein Problem. Wir aktivieren Monster-Reanimation. Und holen uns Elementarheld Neos zurück. Da ist die Animation. Ich werde mich heute ausnahmsweise mal nicht darüber beschweren. Und dann beschwören wir Neo-Weltraum Flare Scarab. Und machen eine Kontaktfusion. Und zwar zu Elementarheld Flare Neos. Ich glaube, das ist mit Abstand der Neos-Fusionsheld, den wir am meisten beschworen haben. Der uns am meisten aus der Patsche geholfen hat. Deswegen ist es, denke ich, ziemlich passend, den zu beschwören. Flare Neos im Angriffsmodus bekommt 400 für die verdeckte Karte, die er hat, aber auch nochmal 400 für die verdeckte Karte, die wir haben. Das ist der Vorteil von Elemental Flare Neos gegenüber Flare Scarab, abgesehen von 2000 mehr Grund-ATK. Wir greifen den Soldaten des Schwarzen. Oh, so sieht man sich wieder. Alle guten Dinge sind drei. Wir werden sehen. Yugi fängt an, das bedeutet, wir gehen Second, das bedeutet, wir ziehen eine Karte mehr. Ich frag mich, wie viel das bringen würde. Oh, wow, okay, diese Hand ist krass. Diese Hand ist ultra krass. Diese Hand ist, glaube ich, das Beste, was wir bisher hatten. Yugi spielt zwei Karten verdeckt und beendet seinen Zug. Wir sind dran und wir ziehen Fusion, okay. Ganz ruhig. Wir haben... Fusion dürfte jedem bekannt sein. Rottweiler dürfte ebenfalls so gut wie jedem bekannt sein. Elegante Wohltäterin. Ich glaube, dazu muss ich nichts sagen. Air Hummingbird, den wir gleich abwerfen und zwar mit Kontakt wandeln, um ebenfalls damit zwei Karten zu ziehen. Und, ganz wichtig, Spezialwirbelsturm. Wirf eine Karte aus deiner Hand ab, zerstöre alle Monster auf dem Spielfeld, die als Spezialbeschwörung beschworen wurden. Irgendwie eine schlechtere Form von Blitzeinschlag, schätze ich. Aber...
Die Karte hat Jayden tatsächlich benutzt, und zwar im Duell gegen Chaz. Ihr solltet euch mein dümmste Duelle-Video dazu angucken. Und die Karte ist tatsächlich sehr gut in diesem Matchup, da er den schwarzen Magier mit Schrei der Untoten, dunkler magischer Vorhang und so weiter spezial beschwören kann und auch den Soldaten des schwarzen Lichts als Ritualbeschwörung beschwört, was ebenfalls eine Spezialbeschwörung ist. Also ja, das ist unser Out gegen seine stärksten Monster. Das müssen wir uns auf jeden Fall, für den Ernstfall sparen. Und zunächst mal würde ich sagen, aktivieren wir Kontaktwandeln. Wir legen Air Hummingbird auf den Friedhof und ich würde sagen, von unserem Deck legen wir noch Glowmoss auf den Friedhof. Und dann dürfen wir zwei Karten ziehen und das sind Heldenexplosion und Elemental Avian. Okay, halbwegs in Ordnung. Aktivieren wir noch Elegante Wohltäterin. Ziehen drei Karten und dürfen zwei abwerfen. Ich würde sagen, wir werfen auf jeden Fall den guten Avian ab, da der durch mehrere Sachen zurück auf die Hand genommen werden kann. Und wisst ihr was? Wir werfen auch noch Fusion ab. Und dann beschwören wir unseren Rottweiler im Angriffsmodus und greifen ihn direkt an. Ey, wenn er jetzt Spiegelkraft aktiviert, dann bin ich sauer. Okay, nein, tut er nicht. Denn Rottweiler aktiviert sich nur, wenn er durch Kampf zerstört wird. Der Plan ist es selbstverständlich, dass er Rottweiler durch Kampf zerstört und wir uns dann Avian und die Fusionskarte wieder zurück auf die Hand nehmen können. Er aktiviert Schwarzes Loch. Was habe ich gerade noch gesagt, ist der Plan? Und er aktiviert Schwarzes Loch auf Rottweiler. Ein Monster mit 800 Angriffspunkten. Was zur Hölle? Rottweiler. 800 Punkte und er sagt Schwarzes Loch, Bruder. Was? Okay, wir haben keine Fusionskarte mehr, dann ist das halt so. Was wir aber haben, ist ein Elementarheld, Wildheart. Und damit greifen wir jetzt direkt an mit 1500 saftigen, wilden Angriffspunkten. Und als nächstes setzen wir dann auch noch unsere Fallenkarte Heldenexplosion und beenden unseren Zug. Sollte er ein Monster mit weniger als 1000 Angriffspunkten kontrollieren, können wir Avian zurück auf die Hand nehmen und das Monster dann zerstören. Also Avian können wir so oder so auf die Hand nehmen. Das Zerstören ist optional. Und hey! Da ist der dunkle magische Vorhang, von dem ich gesprochen habe, mit dem er den schwarzen Magier als Spezialbeschwörung beschwört. Kein Problem, Bruder, denn wir haben ein Out dagegen. Ich weiß nur noch nicht, ob wir das jetzt gleich sofort anwenden oder ob wir warten, bis er overextended. Ja. Er zerstört Elemental Wildheart mit der schwarzen Magie-Attacke. Das Ding ist, wir könnten das sogar tatsächlich effektiv nutzen, also Heldenexplosion. Wenn er seine mystische Elfe im Verteidigungsmodus hätte, dann könnten wir die zerstören. Wollte ich nur angemerkt haben. Ich würde sagen, bevor wir Spezialwirbelsturm ansagen und riskieren, dass er danach noch was spezial beschwört, was wir dann nicht outen können, sollten wir noch eine Runde warten. Und zwar mit unserem geflügelten Freund. Okay, geflügelter Kuribo. Und er aktiviert 1000 Messer. Selbstverständlich tut er das. Das Gute an geflügelter Kuribo ist, er aktiviert sich, egal ob er durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört wird. Das bedeutet, wir nehmen in diesem Zug keinen Schaden. Und er beschwört auch kein weiteres Monster. Wir sind am Zug und wir ziehen Todeswache. Das erlaubt es uns, noch weiter zu stallen. Das werden wir also tun. Wir beenden unseren Zug. Wir haben es tatsächlich jetzt noch gar nicht geschafft, irgendwie eine Fusionsbeschwörung zu machen, oder? Außer zu flairen, aus Kontaktfusion, das haben wir gemacht. Er greift unsere Todeswache an, aber das ist kein Problem. Den Bruder wollen wir schließlich im Friedhof haben. Und er beendet seinen Zug. Wir sind dran und wir ziehen Kontakt nach draußen. Das ist quasi Defusion für Neos-Fusionsmonster. Das würde ich wirklich nur dann benutzen wollen, wenn man halt damit, ja, eine Kontaktfusion auseinandernehmen könnte. Dafür bräuchte man aber erstmal eine Kontaktfusion. Es ist wirklich schwierig. Wollen wir jetzt seinen schwarzen Magier zerstören? Es sieht ja noch gar nicht so aus, als könnten wir irgendetwas gegen ihn unternehmen. Ich wette, wenn wir jetzt Spezialwirbelsturm machen, wird er im nächsten Zug schwarzglänzender Soldat beschwören. Okay, aber wir müssen ja irgendwas tun. Wir aktivieren Spezialwirbelsturm und ich würde sagen, wir werfen Kontakt nach draußen ab und zerstören damit seinen schwarzen Magier. Und dann aktivieren wir unsere Fallenkarte Heldenexplosion. Und holen uns damit den Elementarhelden Avian zurück auf die Hand.
Den beschwören wir dann auch im Angriffsmodus. Und aktivieren eher rechtschaffendes Urteil. Zerstören damit eine seiner verdeckten Karten und es ist Spiegelkraft. So viel dazu. Und jetzt Elemental Avian, direkter Angriff, Federkill-Kaskade. Das hätten wir, 1000 Punkte Schaden. Er hat noch 1850. Das bedeutet ein Angriff von einem Charmer-Monster oder Fairy Tail Snow oder Fairy Tail Luna oder Fairy Tail Rella oder irgendeinem anderen 1850 Angriffspunkte-Monster, Mechanical Chaser. Und das war's mit Yugi. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Und wir ziehen und es ist Notreserve. Okay. Wir können hier scheinbar noch nicht den Sack zumachen. Elemental Avian, direkter Angriff. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Da ist er wieder. Beenden wir unseren Zug. Eieieiei. Er hat aber auch 1000 Wege, seinen schwarzen Magier zu beschwören. Darf ich das an der Stelle mal sagen? Blade Edge. Und wir haben kein Necroshade oder so im Friedhof. Ich werde jetzt einfach für den Fall der Fälle, dass wir den nächsten Zug ansonsten nicht überleben, das hier alles verdeckt spielen, damit wir eventuell Notreserve aktivieren können. Ey, das kann doch nicht sein. Als ob wir einfach nicht gegen Yugi gewinnen können. Man muss aber auch sagen, er hat halt eine easy Möglichkeit, einfach starke Monster zu beschwören und wir halt nicht. Wir müssen halt immer Fusionen machen, die sowas von unwahrscheinlich sind in solch einem riesigen Deck. Und die selbst dann oft nicht stark genug sind, um den da loszuwerden. Also Monster-Reanimation! Was? Okay, wir haben Avian. Wir haben... Was? Ich habe noch Todeswache im Friedhof. Dann kann ich ja noch einen Angriff annullieren. Avian, Todeswache, Wildheart. Wir haben Wildheart. Wenn wir Fusion ziehen sollten, dann könnten wir Wild Edge beschwören. Aber dafür müssten wir halt erstmal Fusion ziehen. Ansonsten kommen wir gerade eh nicht über seinen schwarzen Magier, selbst wenn wir jetzt irgendwas vom Friedhof zurückholen. Deswegen, ja, okay. Wir haben Todeswache, wir haben Notreserve. Das bedeutet, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen. Okay, er greift an. Und diesen Angriff werden wir annullieren. Hä? Nein, nicht damit. Hä? Ah ja, ich wollte schon sagen. Todeswache. Okay. Er beendet seinen Zug. Wir sind dran und wir ziehen. Fusionstor! Ich hoffe einfach, ich hoffe wirklich vom ganzen Herzen, dass er da keine weitere Spiegelkraft hat. Und auch keinen magischen Zylinder. Denn ansonsten haben wir ein Problem. Ich hoffe, das wird hinhauen. Wir aktivieren falscher Held. Das bedeutet, von unserer Hand beschwören wir Elemental Blade Edge. Ach nein, Fusionstor kann auch von der Hand fusionieren. Also war das eigentlich unnötig, aber ich habe es kurz mit Wunderfusion verwechselt. Wir aktivieren Monster-Reanimation und wir holen uns Elementarheld Wildheart vom Friedhof zurück. Im Angriffsmodus. Und dann aktivieren wir Fusionstor. Wir benutzen den Effekt von Fusionstor. Und fusionieren Blade Edge und Wildheart. Er hat zwei Sets. Irgendwas davon wird eh magischer Zylinder oder Spiegelkraft sein. Magischer Zylinder wäre nicht mal so schlimm, wenn er im nächsten Zug nicht den Soldaten des schwarzen Lichts beschwören würde. Aber da er mehrfach Spiegelkraft im Deck hat, wird das... Elemental Wild Edge greift den schwarzen Magier an.
Verdammt. Okay. Das ist noch in Ordnung. Das ist noch in Ordnung. Wenn er jetzt nicht irgendwie diesen Wild Edge los wird. Ich verzweifle. Oh Mann. Ciao, Wild Edge. Das Lustige ist, wir haben jetzt nicht mal mehr mit Notreserve genug Lebenspunkte, um diese schwarze Magieattacke zu überleben. Hätten wir gerade falscher Held nicht benutzt, dann hätten wir sogar diesen Angriff überlebt. Aber selbst mit einer Karte hätten wir das niemals umdrehen können. Niemals. Alle guten Dinge sind vier, Freunde. Wir wollten es so und wir werden es so zu Ende bringen. Oh nein, und dieses Mal müssen wir sogar anfangen. Das bedeutet, wir ziehen eine Karte weniger. Ah, Junge. Okay. Die Hand ist in Ordnung. Glowmoss, Necroshade, Fusion. Also, was wir als erstes machen werden, ist, wir spielen das hier verdeckt. Und dann beenden wir unseren Zug. Und je nachdem, was er beschwört, werde ich entscheiden, ob ich damit den Angriff stoppe oder... Ah, okay, er kann doch nicht Ritual beschwören. Na, den Angriff lassen wir definitiv durchgehen. Die 1400 nehmen wir. Er beendet seinen Zug, dann aktivieren wir die Flöte der Kuribo-Beschwörung. Und wir beschwören erneut den geflügelten Kuribo. Ich glaube, den hatten wir jetzt in jedem Duell. In jedem der drei Duelle hatten wir den, oder? Geflügelter Kuribo im Verteidigungsmodus. Wir sind dran und wir ziehen Rückkehr des Kriegers. Das ist in Ordnung. Und wir opfern unseren geflügelten Fußgänger für Elemental Necroshade. Und dann greifen wir mit Necroshade seinen Manju der 10.000 Hände an. So viele Punkte hat der Typ immerhin, 1600. Dennoch, wenn er jetzt fortgeschrittene Ritualkunst zieht oder schon auf der Hand haben sollte, dann wird es echt ungemütlich. Er spielt Monster verdeckt. Er hat die Karte scheinbar nicht und eine Karte verdeckt und beendet seinen Zug, okay. Jeder Zug, in dem wir was Neues ziehen können, ist ein Stück mehr Hoffnung, okay. Und wir greifen mit Necroshade sein verdecktes Monster an und es ist, ich wusste es. Ist euch mal aufgefallen? Also jetzt Real Talk, das ist natürlich Zufall. Ich will jetzt nicht sagen, das Spiel hat sich gegen uns verschworen oder so. Aber ist euch mal aufgefallen, dass er Real Talk immer genau den richtigen Konter hat, den er gerade braucht? Also dass er wirklich immer genau dann den passenden Konter hat, wenn es gerade passt? Ich gehe nicht davon aus, dass das Spiel irgendwie darauf programmiert ist, die bestmöglichen Karten zu topdecken, weil das wäre irgendwie mega unfair. Aber sagen wir einfach mal, es war eine ziemlich mysteriöse Anhäufung an Zufällen, okay? Ich meine, magischer Zylinder, schwarzer Magier, Wild Edge und dann 1000 Messer. Oder jetzt gerade, er hat das eine Monster in seinem Deck mit 2000 Verteidigungspunkten gezogen und er opfert es für das eine Monster, welches nur ein Tribut braucht, welches er in diesem Deck hat, und zwar das schwarze Magiermädchen, was gerade seine einzige Möglichkeit ist, über diesen Necroshade zu kommen. Also, Real Talk, er hat immer genau das, was er braucht. Auch Ruf der Gejagten und dunkler magischer Vorhang kommen immer ganz mysteriös genau dann, wenn es gerade passt. Ich will, also jetzt Real Talk, ich will nicht sagen so, ja, das ist hier Cheating, ne? Also, ich denke, das sind einfach sehr, sehr mysteriöse Zufälle. Also, genug davon geredet, wir beschwören Neo-Weltraum Glowmoss. Und dann aktivieren wir unsere Zauberkarte Heldenmaske. Wir können Neo-Weltraum Glowmoss auswählen und dann einen Elementarhelden von unserem Deck auf den Friedhof legen. Und der Name von Glowmoss wird bis zum Ende dieses Zuges zum Namen dieses Elementarhelden. Und wir wählen selbstverständlich Elementarheld Neos. Denn Neos können wir theoretisch auch hiermit, aber
mit O-Oberseele vom Friedhof beschwören. Und genau das tun wir. Im Angriffsmodus. Ich werde jetzt keine Kontaktfusion machen, weil ich habe keine Lust, dass sich mein Monster in der Endphase wieder zurück ins Deck mischt. Aber wir greifen mit Elemental Neos sein schwarzes Magiermädchen an. Mit Glomos werden wir nicht angreifen. Ich habe keine Lust, ihn eine Karte ziehen zu lassen. Wir beenden einfach unseren Zug an der Stelle. Und, ja. Oh. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass er wieder eine Ritualbeschwörung macht. Das hätte perfekt gepasst, aber na gut. Er spielt ein Monster verdeckt. Was haben wir denn hier? Necroshade, Geflügel, Takuribo, Glowmoss. Ich würde tatsächlich sagen, switchen wir den Glowmoss in Verteidigung und greifen mit Elemental Neos sein verdecktes Monster an, was ebenfalls wieder mystische Elfe ist. Und dann beenden wir unseren Zug. Sollte er Neos mit irgendwas zerstören, Spiegelkraft oder so, dann können wir immerhin ihn mit Monster-Reanimation zurückholen. Er beendet seinen Zug. Scheinbar dieses Mal nicht so gut gezogen, der Gute. Aber das kann sich natürlich in jedem einzelnen Zug ändern. Wir beschwören Neo-Weltraum, Air Hummingbird. Und der kommt wie gerufen, denn mit dem bekommen wir jetzt für jede Karte auf Yugis Hand 500 Lebenspunkte, 3000 an der Zahl, 8800. Und dann werden wir, ich muss mal kurz überlegen. Was sagt Erneos nochmal? Solange deine Lifepoints niedriger sind als die deines Gegners, erhält diese Karte ATK in Höhe der Differenz. Junge, das macht doch keinen Sinn. Habe ich das schon mal gesagt? Das ist doch voll, der Typ spielt doch voll gegen sein Ausgangsmaterial. Der gibt uns Lebenspunkte und der hier funktioniert aber nur, wenn wir weniger Lebenspunkte haben als der Gegner. Also, das Fusionsmonster zwingt dich ja quasi dazu, die Fähigkeit hier gar nicht zu benutzen, obwohl die gut ist. Hä, ich check das nicht. Wer hat sich das ausgedacht? Okay, wie auch immer. Greifen wir an und zwar mit Neo-Weltraum, Air Hummingbird, 800 Angriffspunkte direkt. Das hätten wir. Und Elemental Neos mit 2500. Und dann beenden wir unseren Zug. Okay. Es sieht aktuell ganz in Ordnung aus. Es sieht ganz in Ordnung aus, aber es kann sich jederzeit etwas ändern. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass es sich hierbei um den König der Spiele handelt, okay? Falscher Held, das brauchen wir gerade überhaupt nicht. Was wir aber brauchen, sind Lebenspunkte. Die kann man nie genug haben. Er könnte jederzeit irgendein heftiges Monster beschwören und dann stehen wir wieder da, okay? Und jetzt greifen wir an mit Air Hummingbird. Ich wusste, dass das kommt. Und wir beenden unseren Zug. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich wusste, dass er jetzt fortgeschrittene Ritualkunst hat. Irgendwann musste er sie aber auch ziehen. 3000 Angriffspunkte, Soldat des schwarzen Lichts. Herzlichen Glückwunsch, darfst sogar noch eine Karte ziehen. Und dadurch, dass er eine Fallenkarte gezogen hat, würde sich Glowmoss eigentlich in den Verteidigungsmodus drehen, aber guess what? Er lag schon im Verteidigungsmodus. Und was hat er im Friedhof? Er hat das schwarze Magiermädchen im Friedhof, was er sich höchstwahrscheinlich mit dem Schrei der Untoten zurückholen wird. Ich würde sagen, aktivieren wir elegante Wohltäterin. Wir ziehen 3. Oh, Neo-Weltraum! Das haben wir gebraucht. Das haben wir wirklich gebraucht. Und wir werfen. Ich müsste kurz gucken, was wir im Friedhof haben. Naja. Wir werfen Fusionsrückerstattung ab. Und falscher Held. Und dann, was haben wir hier? Glowmoss. Okay. Dann würde ich sagen, aktivieren wir zuerst mal unseren Neo-Weltraum. Und dann
aktivieren wir Monsterreanimation und holen uns unseren Elementarheld Neos vom Friedhof zurück aufs Feld im Angriffsmodus. Da ist der Gute. Und jetzt bin ich kurz am Überlegen. Wir könnten Grand Mole beschwören und dann auf Grand Neos gehen. Wir könnten aber auch mit Rückkehr des Kriegers den... ach nein, das ist gar kein Krieger, das ist ein geflügeltes Ungeheuer. Dann vergesst, was ich gesagt habe. Wir beschwören Neo-Weltraum Grand Mole. Grand Neos sagt... Einfach vom Spielzug, du kannst ein Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert. Gib das gewählte Ziel auf die Hand zurück. Während der Endphase mische diese Karte ins Extra-Deck. Ja, das werden wir tun. Das werden wir tun. Ich habe gerade überlegt, ob es sinnvoller ist, erst anzugreifen, weil Grand Mole ja was Ähnliches macht, und dann irgendwann später Kontakt zu fusionieren. Aber nein, wir machen das jetzt sofort. Denn sollte er dann noch eine Spiegelkraft liegen haben, dann geht der Grand Mole ja nicht durch. Deswegen benutzen wir den Effekt von Grand Neos und geben ihm den so oder so zurück auf die Hand, ob er Spiegelkraft hat oder nicht. Und dann greifen wir mit Grand Neos direkt an. 3000 Punkte. Und er hat natürlich, wenn wir schon drum rumspielen, keine Spiegelkraft. Aber, nein, wir aktivieren nicht den Effekt von Grand Neos, um ihn ins Extra-Deck zu mischen. Ich möchte mein Monster mit 3000 Angriffspunkten gerne auf dem Feld behalten, wenn ich das dürfte. Er beendet seinen Zug. Er kann nichts tun. Er kann absolut nichts machen. Das ist unsere Chance. Und was ziehen wir? Elemental Sparkman. Elemental Sparkman. Elementarheld Sparkman. Wir warten. Wir warten. Will ich wirklich diesen Sieg nach drei Niederlagen gefährden? Einfach nur, um irgendein cooles Fusionsmonster zu beschwören? Ja, ja, genau, das werde ich tun. Elementarheld Neos. Den können wir beschwören, da wir Necroshade im Friedhof haben. Vielleicht sollten wir das tun. Damit wäre ein schwarzer Magier in Kombination mit 1000 Messer auch keine Bedrohung mehr für uns. Es sei denn, er hat zweimal 1000 Messer. Und wir beenden unseren Zug. Und nein, wir möchten Grand Neos immer noch nicht ins Extra-Deck zurückmischen. Danke dafür. Spiel ruhig deine Karten verdeckt, Yugi. Jetzt haben wir dich genau da, wo wir dich haben wollen. Mr. König der Spiele. 3000 Angriffspunkte, da kommst du nicht rüber, was? Vor allem, wenn es zwei Monster mit 3000 Angriffspunkten sind. Das ist zu viel. Das ist eindeutig zu viel. Für den Guten. Wir beenden unseren Zug. Nein, wir möchten das immer noch nicht machen. Manju der 10.000 Hände. Sehr interessant. Sehr interessant. Er sucht sich schwarzer Glanzritual. Und wird er eine Ritualbeschwörung machen? Ja, genau, das wird er tun. Oh, was? Der geflügelte Drache des Ra? Was? Was ist denn jetzt los? Ich wusste gar nicht, dass er den im Deck hat. Wieso hat er nicht Slifer den Himmelsdrachen? Also, er hat doch Slifer in dem Duell benutzt und Slifer ist quasi Yugis Gott. Also ja, er hat früher oder später alle, aber trotzdem. Man assoziiert doch am meisten Slifer mit Yugi. Und es tut mir leid, deine eigene Medizin gegen dich zu verwenden, aber du wirst jetzt schlucken. Und zwar sowas von. Und zwar sowas von. Mach dich bereit. Auf die mächtigste Macht des Spiegels, die du jemals einstecken musstest, Yugi. Drei Monster, was willst du dagegen unternehmen? Wie fühlt sich das an? Sag mir, wie fühlt sich das an? Ich will wissen, wie sich das anfühlt. Ich weiß nämlich, wie sich das anfühlt. Ich habe die letzten drei Duelle mitgemacht, okay? Also tu nicht so.
Tu nicht so, als wärst du der Einzige, der diesen Schmerz hätte jemals einstecken müssen, okay? Und nein, wir möchten Grand Neos immer noch nicht ins Extra-Deck mischen. Okay. Das hätten wir geregelt. Ich glaube, es gibt für Yugi gefühlt keine Möglichkeit mehr, dieses Duell zu gewinnen. Wobei, das sollte man niemals sagen, denn es gibt da so einen gewissen Spruch, den tatsächlich nicht Yugi, sondern Jaden immer und immer wieder zu sagen pflegte, und zwar, das Duell ist nicht vorbei, bis die letzte Karte gespielt ist, und das sollten wir respektieren. Was haben wir eigentlich hier? Ich habe schon tausendmal geguckt, Necroshade und ansonsten keine Elementarhelden, okay. Ja. Wir beenden unseren Zug erneut. Wir könnten theoretisch natürlich... oh nein, schwarzes Loch. Okay, das ist krass. Das ist krass. Das ist sehr krass. Wir hätten theoretisch längst gewinnen können. Ich hoffe, ihr wisst das. Selbst wenn er Spiegelkraft hätte, wir hätten ja immer einen in den Verteidigungsmodus switchen können. Und wir hatten dann Sparkman und Wildheart. Und Wildheart ist eh unbetroffen von Fallenkarten. Also ja. Spätestens damit dürfte das Game sein. Aber ich denke, ihr wisst in etwa, worauf ich hier hinaus will. Ich hoffe einfach nur, dass wir die nötigen Karten ziehen, bevor er Deckout geht oder bevor er uns auf welche Art und Weise auch immer besiegt. Er beendet seinen Zug. Wir sind dran und wir ziehen. Eiliger Notruf. Genau darauf habe ich gewartet. Und damit holen wir uns niemand Geringeren als den Elementarhelden Avian. Und dann wird es Zeit. Ich bin mir zwar relativ sicher, dass er den Angriff irgendwie kontern wird. Eine Spiegelkraft ist raus. Er hat da hundertprozentig noch eine weitere. Aber wir müssen ihn immerhin beschwören, okay? Ob der Angriff durchgeht oder nicht, ist vollkommen egal. Aber wir werden ihn beschwören. Elementarheld, Flammflügelmann. Wahrscheinlich ein letztes Mal. Da ist der Gute. 2100 Angriffspunkte. Eines der coolsten Monster aller Zeiten. Ich bin mir relativ sicher, dass dieser Angriff nicht durchgehen wird. Aber wir müssen es natürlich versuchen, okay? Also Flammflügelmann. Direkter Angriff. Ich wusste, dass das passieren würde. Aber falls ihr dachtet, das war schon alles, dann liegt ihr Gold richtig, okay? Ich hoffe, wir ziehen Wunderfusion, dann können wir mit Sparkman und Flammflügelmann noch den glänzenden Flügelmann beschwören. Aber das ist auch egal. Ich wollte einfach nur Flammflügelmann beschwören, okay? Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, mehr wollte ich nicht. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Wir werden schauen, was wir jetzt ziehen und dann, wir können gerade eh 3 Runden lang nicht angreifen. Von daher haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann werden wir überlegen, was wir machen. Wir könnten das aktivieren, könnten uns damit Avian und Burstinatrix oder auch Neos zurück auf die Hand holen. Das ist auf jeden Fall interessant. Irgendwas werden wir tun. Also zunächst mal spielen wir Dandelion verdeckt und beenden unseren Zug. Ich meine, wir können gerade eh noch nicht angreifen, von daher haben wir eh alle Zeit der Welt. Er beendet seinen Zug, wir sind dran und wir ziehen eine weitere Fusion. Problem ist nur, wir kriegen ja den Flammflügelmann nicht zurück. Das ist das einzige Problem. Wir könnten aber theoretisch gar nichts fusionieren. Ja, keine Ahnung. Wir beenden einfach unseren Zug. Er hat nur noch 14 Karten im Deck. Also wenn wir jetzt Wunderfusion ziehen würden, das wäre schon krass. Aber ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Rottweiler. Spielen wir den auch noch verdeckt und beenden unseren Zug. Hiernach dürften die Lichtschwerter kaputt sein. Und das bedeutet, hiernach können wir angreifen. Ich meine, es war ein Duell. Oh, er aktiviert nochmal dunkler magischer Vorhang. Und beschwört seinen schwarzen Magier erneut. Ich weiß nicht, wie oft wir den jetzt schon gesehen haben. Es war ein Duell mit Höhen und Tiefen. Es gab den schwarzen Magier, es gab Neos, es gab Flammflügelmann, es gab den Soldaten des schwarzen Lichts. Es gibt jetzt schon wieder 1000 Messer. Aber Dandelion beschwört trotzdem 2 Token. Also es war definitiv ein Duell mit Höhen und Tiefen. Das, so wie dieses Duell jetzt verlaufen ist, auch wenn ich natürlich ein bisschen mit Absicht herausgezögert habe, das ist es, wie ich es mir vorgestellt habe. Und nicht irgendein random OTK-Duell mit Visionshelden und maskierten Helden.
einfach Spaß haben, okay? Spaß haben am Duellieren. Das ist doch die Message von Yu-Gi-Oh! GX. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Wir haben dunkle Fabrik der Massenproduktion. Rückkehr des Kriegers. Ich denke, wir aktivieren dunkle Fabrik der Massenproduktion. Und wir holen uns Elementalt Avian und Elementalt Neos zurück auf die Hand. Und wir opfern müssen wir opfern? Haben wir nicht Necroshade im Friedhof? Ja, okay. Haben wir den schon benutzt, oder was? Haben wir scheinbar schon benutzt, okay. Dann opfern wir unsere beiden flauschigen Freunde für den Elementarhelden Neos im Angriffsmodus. Der durch Neo-Weltraum nochmal 500 Punkte mehr hat als der schwarze Magier. Und deswegen ist es Zeit anzugreifen und er hat sowas von Spiegelkraft. Nein, er hat magischer Zylinder. Okay. Magischer Zylinder. 1000 Messer ist zweimal raus. Spiegelkraft ist zweimal raus. Das bedeutet, er hat noch einmal 1000 Messer und noch einmal Spiegelkraft. Falls er beides dreimal im Deck haben sollte, wovon ich ausgehe. Ja. Magieartige Dimension! Das gibt's ja auch noch! Er opfert seinen schwarzen Magier! Für einen weiteren schwarzen Magier! Und falls ihr euch fragt, warum tut er das? Ganz einfach, weil er durch den zweiten Effekt von Magieartige Dimension jetzt einfach Elementalt Neos zerstören kann. Und er greift mit dem schwarzen Magier an. Aber das annullieren wir durch den Effekt von Todeswache. Er beendet seinen Zug und wir ziehen Elementarheld Blade Edge. Das hatten wir gerade schon mal. Wir aktivieren Fusion. Und wir fusionieren von unserer Hand Elementarheld Wild Heart und Elementarheld Blade Edge. Zu Elementarheld Wild Edge. Ich hoffe einfach, dass das nicht die dritte Spiegelkraft ist. Es ist derselbe Showdown wie gerade. Wild Edge gegen den schwarzen Magier. Und... Junge. Das ist doch nicht dein Ernst! Was zur Hölle? Okay. Wir haben es verstanden. Du bist krass, Yugi. Komm schon, wir haben dich verschont. Jetzt verschon uns gefälligst auch, okay? Schwarze Magie-Attacke. 2500 Schaden. Nehmen wir so hin. Müssen wir so hinnehmen. Er spielt ein weiteres Monster verdeckt, was wahrscheinlich nochmal mystische Elfe ist und beendet seinen Zug. Und wir ziehen Heldenbarriere. Das ist etwas. Beschwören wir Elementarhelden Sparkman und greifen mit dem Elementarhelden Sparkman sein verdecktes Monster an. Und das ist Magier des Glaubens. Oh, das tut weh. Oh, das tut verdammt weh. Okay, wir spielen noch eine Karte verdeckt und beenden unseren Zug. Eieiei. Ich hoffe nur, dass er nicht nochmal irgendwie magieartige Dimensionen aktiviert. Denn dann würde unsere Heldenbarriere auch nichts bringen. Nein, tut er nicht. Er greift an und wir aktivieren Heldenbarriere. Wir annullieren den Angriff. Es sind noch 31 Karten in unserem Deck. Ich hoffe einfach, dass die nächste Karte Wunderfusion heißt. Ansonsten haben wir ein Problem. Und es ist Heldensignal. Das ist in Ordnung. Switchen wir unseren Sparkman in den Verteidigungsmodus und spielen noch Neo-Weltraum Dark Panther verdeckt und Heldensignal verdeckt und beenden unseren Zug. Dieses Duell geht mittlerweile 44 Spielzüge und ich habe jeden einzelnen genossen, okay? Manju, der 10.000 Ende... Als ob er den jetzt nochmal beschwört. Als ob er noch genug normale Monster im Deck hat für fortgeschrittene Ritualkunst. Er opfert sein Manju für das schwarze Magiermädchen. Als ob er jetzt einfach schwarzes Magiermädchen und den schwarzen Magier kontrolliert. Komm schon.
Was? Was? Er zerstört seinen eigenen schwarzen Magier? Warum das denn? Um seinem schwarzen Magiermädchen 300 Punkte mehr zu geben, weil sie 300 Punkte für jeden schwarzen Magier und Magier des schwarzen Chaos im Friedhof bekommt. Was? Okay, wir aktivieren Heldensignal. Und wir... Wir beschwören Elementarheld Bubble Man im Verteidigungsmodus. Sollte die nächste Karte Fusion sein, dann können wir auch was machen. Und wir ziehen Neos Macht. Das ist nicht unbedingt das, was ich sehen wollte, um ehrlich zu sein. Okay. Ja. Wir könnten Elemental Neos mit Rückkehr des Kriegers auf die Hand nehmen. Es sind alle Spiegelkräfte raus. Oder? 1, 2, 3. Magieartige Dimension hat er ebenfalls mehrfach aktiviert. Das Ding ist, hätten wir jetzt Fusion gezogen, hätte ich gesagt, Rückkehr des Kriegers, holen wir uns Sparkman zurück auf die Hand und dann beschwören wir Elemental Tempest. Aber so ist es nicht gekommen. Also aktivieren wir Rückkehr des Kriegers und holen uns Elemental Neos zurück auf die Hand. Und opfern Elemental Bubble Man und Neo Weltraum Dark Panther. Für erneut, ich gebe es ja zu, Jadens Bossmonster, Elemental Neos, gegen das schwarze Magiermädchen verstärkt vom Friedhof aus, vom Reich der Schatten aus, durch den schwarzen Magier. Und wir rüsten Elemental Neos mit Neos Macht aus. 3800 Punkte. Wenn dieser Angriff durchgeht, ist dieses Duell vorbei. Wir greifen an und... Noch ein magischer Zylinder! Was? Nein! Die Karte mischt sich wieder ins Deck. Okay, er switcht sie in Verteidigung. Und beendet seinen Zug. Wir sind dran, wir ziehen die Geburt eines Helden und wir beschwören Elemental Avian! Wird das der letzte Zug sein? Wird es das gewesen sein? Warte mal, hat er noch magischer Zylinder? 1, 2. Er hat noch einen magischen Zylinder. Und wenn er diesen magischen Zylinder auf den Angriff von Elemental Neos aktiviert, dann haben wir verloren. Das sind diese ganz anderen Mindgames! Liegt da gerade ein magischer Zylinder? Oder nicht? Haben wir sonst noch eine Möglichkeit, dieses schwarze Magiermädchen loszuwerden, wenn wir noch länger warten? Da liegt hundertprozentig ein magischer Zylinder. Ich weiß es einfach. Da liegt ein magischer Zylinder. Da liegt ein magischer Zylinder. Und wenn wir jetzt angreifen, dann haben wir verloren. Nein! 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 Er greift Elemental Avian an. Eigentlich wollte ich mit Neos das schwarze Magiermädchen angreifen und dann mit Elemental Avian direkt und dann hätten wir gewonnen. Aber ich dachte... Er hat nur noch eine Karte verdeckt. Ist das der magische Zylinder? Ist das der magische Zylinder? Wir müssen jetzt angreifen, ansonsten haben wir nämlich verloren. Okay, greifen wir sein Kuribo an. Und es ist kein magischer Zylinder! Wir haben gewonnen mit Elemental Neos! Was zur Hölle? Okay, dieses Duell ging ultra lang. Und genau das ist das Duell, was ich immer haben wollte. Auch wenn wir es künstlich etwas hinausgezögert haben, weil wir noch krassere Monster beschwören wollten. Aber hey, das war... eines Duells zwischen den beiden größten Duellanten aller Zeiten definitiv würdig, okay? Falls euch das Video gefallen hat, dann aktiviert jetzt eure Gerätezauberkarte, den Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.